Der ultimative TED-Test Teil 9. Stehen geblieben? Ah, Pause gemacht. Geht weiter. Und los. Ein Blick aufs Display offenbart es. Die Tankanzeige blinkt. Reserve ist an. Das wird noch spannend, denn ich habe noch ca. 150 Kilometer vor mir. Damit habe ich gleichzeitig zum TED-Test auch noch die Reichweiten-Challenge gestartet. Es ist inzwischen 17:45. Ab Pansdorf befahren wir hier einen Streckenabschnitt, den ich auch ziemlich kritisch befahren bin. Denn mir ist ja bewusst, dass in dieser Umgebung um Lübeck herum nichts mehr mit Offroad oder Trail zu finden ist. Ich habe dazu eine Alternativroute zum Lübeck umfahren gemacht. Vielleicht mache ich dazu mal anderes Video von Anna. Die GPX-Daten dazu habe ich bei Wikilog abgelegt. Wenn ihr Interesse daran habt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Wer sich fragt, was diese Leute in den Leuchtklamotten hier zu suchen haben, das sieht verdammt nach Leuten aus, die eine Rallye organisiert haben und hier die Streckenmesspunkte wieder abbauen.
Hier kann man es ganz deutlich auf meinem Display sehen. 298 und ein paar zerditschte Kilometer auf der Uhr. Und die Tankanzeige blinkt. Ich habe aber noch ein bisschen was vor mir. Und nach meinen ersten 2000 Kilometern, die ich mit der Maschine gefahren bin, habe ich raus, dass ein Verbrauch von ca. 3,7 Liter völlig realistisch ist. Also mal schauen, wie weit ich komme. Diesmal nur Asphalt. Sorry. Aber so ist das nun mal. Der Ted ist an dieser Stelle eher asphaltlastig. 100%. Bis zum nächsten. Ciao.